Football. Heute zeigen wir dir drei Übungen, wie du den Richtungswechsel schneller machen kannst. Außerdem vergiss nicht zu abonnieren und unten in der Beschreibung vorbeizuschauen. Dort haben wir einige gratis Sachen, die du downloaden kannst. Let's go, starten wir mit der ersten Übung. Kommen wir zur ersten Übung und wie du weißt, sind im Fußball Richtungswechsel sehr gefragt und kommen oft im Spiel vor. Darum werden wir das hier auch spezifisch trainieren. Dein Trainingspartner kann zwischen 2 bis 3 Farben sagen und du musst so schnell wie möglich dahin sprinten und dann den Richtungswechsel machen. Wenn du alleine bist, kannst du es natürlich nicht im selben Stil machen, also es gibt keine Reaktion dabei. Du kannst also schon im Voraus wissen, wo du hinsprinten musst. Wichtig ist einfach, dass du ein bisschen Abwechslung hast. Bei dieser Übung empfehlen wir dir, 8 Sprints zu machen. Das ist übrigens bei den 2 folgenden Übungen ebenfalls so. Achte dazwischen immer auf die Erholung, mindestens 1 Minute, denn es ist enorm wichtig, dass du im Sprint bei 100% bist. Bei der zweiten Übung haben wir noch Sidesteps mit dazu, denn im Fußball haben wir nicht nur lineare Bewegungen, oftmals müssen wir uns auch seitlich bewegen beim Tacklen oder auch in anderen Situationen. Davon machst du ebenfalls 8 Sprints, hier 4 pro Seite, genug Pause dazwischen, ansonsten bringt das Schnelligkeitstraining nichts. Also wirklich auf diese Pausen achten, damit du bei jedem Sprint an dein Tempolimit kommst. Als Tipp zur Übung noch, achte auf die kleinen Schritte, wenn du um die Markierungshütchen gehst, damit wir da auch schneller auf den Füßen werden. Wenn dir das Video gefällt, vergiss nicht einen Daumen nach oben zu geben, uns zu abonnieren und das Video zu teilen. Wir danken dir herzlichst und so können wir noch einen besseren Content für dich liefern. Bei der dritten Übung trainieren wir vor allem das Abdrücken beim Richtungswechsel. Hier haben wir ganz viele nacheinander. Und anders als in der zweiten Übung machen wir hier keine Sidesteps, alles geradeaus. Kurz vor dem Abbremsen immer mit kleinen Schritten arbeiten, dann einmal kraftvoll abstoßen. Und auch hier wieder 4 Sprints pro Seite, insgesamt 8, gute Pause dazwischen und dann bei jedem Sprint 100%. Das war's mit dem Video. Jetzt gilt es, auf den Platz zu gehen und die Sachen auch wirklich umzusetzen. Nicht nur das Video schauen, sondern es liegt an dir, jetzt die Ziele zu erreichen. Denk dran, wenn du Tag für Tag ein bisschen besser werden möchtest, dann braucht es deinen zusätzlichen Einsatz. Und dafür kannst du auch uns auf YouTube abonnieren, auf Instagram folgen, denn wir posten regelmäßig Content, um dich besser zu machen. Von dem her, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.